Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe schon in der ersten Lesung gesagt, dass wir es gut finden, dass die QSL-Mittel dynamisiert werden, dass es eine jährliche Steigerung gibt. Das ist richtig, und das ist auch notwendig. Und gerade weil es ja über das Niveau immer noch auf dem Niveau von 2018, was die Mittel angeht, das halten wir für richtig, und das war ja auch in der Anhörung unstrittig. Strittig war die Frage, wie man mit der Mitbestimmung der Studierenden umgeht bei der Verteilung der QSL-Mittel. Und da hatte ich in der Anhörung ja auch sowohl die Präsidien als auch die Präsidenten als auch die Studierenden gefragt, welche Erfahrungen es denn eigentlich in all den Jahren jetzt aus der Praxis gegeben hat mit den Kommissionen. Und da wurde gesagt, ziemlich einhellig, dass die Erfahrungen ziemlich positiv sind. Das heißt also, die Situationen, die so ein bisschen theoretisch befürchtet werden könnten, von Blockadehaltung oder so, gab es in der Praxis überhaupt nicht. Deswegen finde ich, die studentische Mitbestimmung hat sich an der Stelle bewährt. Und ich bin der Meinung, man hätte sie eher ausbauen sollen und nicht schwächen sollen. Deswegen hat Kollegin Sommer recht, dass die Änderungsanträge den Gesetzentwurf eher schlechter gemacht haben. Ja, das gilt auch für den Änderungsantrag der FDP, der ja nicht angenommen wurde. Und deswegen werden wir uns am Ende enthalten, weil es ist richtig, dass es mehr Geld gibt. Das reicht natürlich immer noch nicht. Die Hochschulen bleiben chronisch unterfinanziert. Und es ist auch immer noch so, dass das Grundbudget, auch der Stellenwert des Grundbudgets immer noch zu schwach ist, dass viel zu viele Mittel kurzfristig vergeben werden. Und kurzfristige Mittel führen halt nicht zu dauerhafter Beschäftigung. Das ist das Problem, das die Hochschulen eben haben. Aber deswegen werden wir uns enthalten, weil wir die Dynamisierung der Mittel und die Erhöhung natürlich absolut richtig finden. Und Sie haben ja jetzt eben, Frau Eisenhardt, ein großes Versprechen gegeben an die Studierenden, nämlich dass Sie die Demokratie und die Mitbestimmung der Studierenden bei der Novelle des Hessischen Hochschulgesetzes stärken werden. Da sind wir sehr gespannt drauf. Wenn Sie das machen, haben Sie uns an Ihrer Seite, weil wir sind auch der Meinung, dass wir da Verbesserungen durchsetzen müssen. Also warten wir ab, was da kommt. So, jetzt können Sie es eigentlich dabei belassen. Aber als die FDP vorhin ihre Redezeit nicht ausgeschöpft hat, hatte Herr Kaufmann unterstellt, sie täte es deshalb nicht, weil die Opposition keine Argumente hat. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen unsicher. Also, wenn mir jetzt keiner unterstellt, ich hätte keine Argumente mehr, dann würde ich jetzt darauf verzichten, meine Redezeit auszuschöpfen.